Guten Abend, liebe Zuschauer. 22.15 Uhr, Donnerstag. Sie sind's, wir sind es auch. Das finden wir gut so. Hier sind unsere Gäste am heutigen Abend. Und das ist unser Thema. Mit einer Bundesnotbremse kann es schnell gehen, wenn die Beteiligten alle wollen, sagte Wolfgang Schäuble. Die wollen aber nicht. Die Länder nicht, die Opposition nicht und die Union nicht. Sie ist mit der Suche nach ihrem Kanzlerkandidaten ausgelastet. Und auch in der SPD gibt es immer mehr Widerspruch. Eine Notbremse per Gesetz kommt, jedenfalls nicht schnell genug, um die dritte Welle aufzuhalten. Dafür bräuchte es längst andere und vielleicht härtere Entscheidungen. Nur wer trifft die jetzt? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Karl Lauterbach. Der Gesundheitspolitiker warnt. Die Notbremse kommt zu spät. Das kostet Menschenleben. Bernd Althusmann, der CDU-Wirtschaftsminister Niedersachsens, sagt, das Hin und Her zwischen Bund und Ländern hat nicht geholfen. Claudia Kade, die Journalistin der Welt, stellt fest, das Pandemiemanagement der Politik ist im Moment völlig unseriös. Anna Leisner-Egensperger. Für die Staatsrechtlerin sind Ausgangssperren ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte. Christian Lindner. Der FDP-Vorsitzende sagt, die Maßnahmen sind fragwürdig und verfassungsrechtlich angreifbar. Und Olaf Scholz. Der Vizekanzler sagt, wir können keine langen wissenschaftlichen Debatten führen. Wir müssen jetzt handeln. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste in dieser Sendung ausgesprochen herzlich, egal ob hier am Tisch oder zugeschaltet. Ja, liebe Zuschauer, wenn die Länder es nicht hinkriegen, dann mache ich es eben selbst. Muss ich die Kanzlerin gesagt haben. Und das versucht sie gerade zusammen mit ihrem Vizekanzler. Hurra, die Notbremse kommt. Jetzt in echt. Nächste Woche könnte Bundesgesetz werden, was Landesfürsten und Kanzlerin eigentlich am 3. März beschlossen hatten. Wir bauen eine Notbremse ein, wenn wir in ein exponentielles Wachstum geraten, deshalb die 100, die Verdopplung der 50, dann muss zurückgegangen werden zu der Situation vor dem 8. März. Also Einzelhandel und Museen dicht. Private Kontakte runter auf eine Person pro Haushalt. Und der einzig neue Bremsklotz, Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr. Heftiger Widerstand aus der Opposition. Bei einer 100er Inzidenz die Menschen ab 21 Uhr zu Hause einzusperren, selbst die Geimpften, ist unverhältnismäßig. Wir sehen hier, dass das nicht gerechtfertigt ist und werden entsprechende Grundgesetzeinschränkungen ablehnen. Und dabei ist sich die Regierung doch so sicher. Aber der Konsens bröckelt. Ich hatte ein Gespräch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD und sie stehen alle hinter diesem Vorgehen. Der Weg ist klar und von allen getragen. Ausgangssperre, erstens, ich finde es ein harter Grundrechtseingriff, jemand zu sagen, du darfst nachts alleine nicht mehr vor die Tür gehen. Warum eigentlich nicht? Allein die dritte Welle ausbremsen. Dafür kommt die Notbremse wohl zu spät. Herr Scholz, der Ball geht zu Ihnen, Vizekanzler. Sie haben mit der Kanzlerin darum gerungen, die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes jetzt auch im Bundestag und Bundesrat durchzubekommen. Haben Sie sich verzockt oder haben Sie sich einfach geirrt? Nein, die Gesetzgebung wird, glaube ich, nächste Woche erfolgreich abgeschlossen. Sie haben behauptet, dass alle Ministerpräsidenten der SPD hinter Ihnen stehen, aber die tun es gar nicht. Also nicht nur Herr Müller, Frau Dreyer sah das ganz anders, Stefan Weil sieht es ganz anders, Frau Schwesig aus anderen Gründen. Die SPD-Ministerpräsidenten stehen nicht dahinter. Doch, die werden diesen Gesetzgebungsprozess begleiten und unterstützen. Und es ist ja auch so, dass alle eigene Regeln gemacht haben, die sich an der Notbremse orientieren, die wir schon haben. Das war ein Thema, das viele bewegt hat, dass sie gesagt haben, wir haben das ja schon gemacht. Aber ich glaube, alle haben gut verstanden, dass es sinnvoll ist, dass wir einheitliche Regeln haben. Zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen sind fast überall umgesetzt worden, wo die Inzidenzen höher waren, auf die eine oder andere Weise. Und für die Bürgerinnen und Bürger ist es gut, wenn da Klarheit existiert.
In den meisten Ländern sind Ausgangsbeschränkungen um 22 oder 21 Uhr gemacht worden, in den Landkreisen und kreisfreien Städten, wo die Inzidenzen zu hoch waren. Ja. Und wenn man jetzt sagt, aber das ist nachvollziehbar, ohne dass man lange blättern muss, weil es übereinheitlich ist, dann glaube ich, führt das auch zu der Klarheit, die jetzt erforderlich ist, damit alle wissen, woran sie sind. Das aber machen wir die jetzt. Klarheit dauert wahnsinnig lange. Herr Wieler meldet sich heute nicht zum ersten Mal zu Wort und sagt, es kommt auf jeden Tag an. Jens Spahn sagt, es kommt auf jeden Tag an und bitte wartet nicht ab, bis wir den Bundeslockdown haben. Das ist völlig richtig und das entspricht ja auch der Praxis, denn es ist ja in der Tat so, wie Sie eben selbst gesagt und ich auch hier noch mal berichtet habe, dass fast überall im Großen und Ganzen entlang der vereinbarten Notbremse Regelungen getroffen worden sind. Die werden jetzt nur vereinheitlicht und zusammengefasst. Und ja, dort, wo man vielleicht etwas sehr großzügig die Regelung interpretiert hat, wird das jetzt auch strikter. Und das ist auch gut so. Karl Lauterbach ist bei uns in dieser Runde, bekannter Epidemiologe, eben auch für die SPD sprechend, aber nicht nur, sondern vor allen Dingen für dieses Fach. Herr Lauterbach, würden Sie sagen, dieses Gesetz ist unwirksam, bevor es kommt? Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Wirkung hat. Ich bin daher dankbar, auch dass also überhaupt die Initiative jetzt in Gang geraten ist durch Olaf Scholz, durch Angela Merkel. Das ist unbedingt notwendig, weil damit schon alleine diese Lockerungen, die jetzt also überall gemacht werden, in Form von Modellversuchen aufhören. Das halte ich für Gift in der jetzigen Situation. Die Lockerungen, die wir derzeit in Modellversuchen haben, das sind Alibi-Veranstaltungen, wo man im Prinzip den beschlossenen Notbremsenmechanismus umlaufen will. Und das findet ja an vielen Stellen noch Platz. Es sind auch an vielen Stellen noch immer die Geschäfte offen, also die Schulen sind offen. Trotzdem darf man sich keiner Illusion hingeben. Also diese Notbremse, die jetzt zu spät oder sehr spät kommt, aber trotzdem einen gewissen Wert hat, selbst wenn sie nicht verwässert würde, dann würde sie die dritte Welle nicht bremsen, nicht wirklich nennenswert bremsen. Wir werden irgendwann im Laufe der nächsten Woche über die Inzidenz von 200 weggehen. Die Intensivstationen sind schon voll. Wir praktizieren in vielen großen Städten schon die sogenannte weiche Triage. Zum Beispiel in Köln schicken wir bestimmte Leute nicht mehr in die Uniklinik, obwohl sie dort besser behandelt werden könnten. Wir sagen bestimmte Eingriffe ab, weil wir die Intensivpflege danach nicht mehr anbieten können. Wir sind also mit der Intensivkapazität und auch also mit den Fallzahlen sind wir schon am Rand. Und das läuft ja noch für 3 oder 4 Wochen weiter mit den Fallzahlen, die wir jetzt aufgeladen haben. Das heißt, wir müssen weit über das hinausgehen. Und wir verlieren sehr viel Zeit, etwas zu beschließen, was eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja wie ein Tanker, der sehr langsam die Richtung also nur wechseln kann. Und ich glaube, wir werden sehr lange in diesem Lockdown über 100 bleiben. Denn erstmal unter die 100 wegzukommen, damit die Notbremse wieder gelöst werden kann, wo wir erstmal in der nächsten Woche über die 200 gehen werden, das wird lange dauern. Da muss mehr passieren. Claudia Kader ist bei uns von der Weltjournalistin, Kollegin, die das Politikressort leitet. Frau Kader, besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses Gesetz zu spät kommt, sondern dass es gar nicht kommt, dass es so viel Widerspruch und Einspruch gibt von den Ministerpräsidenten, respektive, dass die sagen, wir machen das jetzt am besten schon, wie Baden-Württemberg will Montag einführen, Schleswig-Holstein nicht, aber Mecklenburg-Vorpommern will Montag schon einführen. Kann es sein, dass wir über ein Gesetz reden, das es gar nicht braucht? Also es geht ja erstmal jetzt in den nächsten Tagen darum, dass die Fraktionen von Union und SPD sich einig werden. Und da muss ich Herrn Scholz sagen, so wie Sie sich das vorstellen, wird das wahrscheinlich nächste Woche nicht im Bundestag verabschiedet werden. Wenn es überhaupt verabschiedet wird, dann nicht aus innerer Überzeugung, so wie ich das glaube, bei den Unions- und SPD-Abgeordneten zu hören, sondern eher, um ihre Führung nicht zu typieren. Also die Fragen der Ausgangssperre, die Fragen der Parlamentsbeteiligung, wie ernst ist die wirklich gemeint, wie umsetzbar ist die tatsächlich, die Frage, orientiert man sich weiterhin vor allem nur an der Inzidenz? All das sind Fragen, die in Ihrer Fraktion besprochen werden, in der Unionsfraktion sehr strittig sind. Und auch die Frage tatsächlich, wie ist der Klageweg für die Bürger, wenn sie sich gegen diese Maßnahmen zur Wehr setzen möchten? Wenn das über ein Bundesgesetz und über Bundesverordnungen kommt, dann ist der Weg eigentlich nur noch übers Verfassungsgericht möglich. All das sind Sachen, die bei Ihnen in der Fraktion und auch bei der Union noch sehr, sehr hart diskutiert werden. Und übers Wochenende wird sich dann tatsächlich klären, was man da dann für einen Weg findet. Ja, wir schalten gleich, Herr Scholz, Sie halten noch ganz kurz an. Wir begrüßen noch den Vorsitzenden der FDP bei uns in der Runde, Christian Lindner. Ralf Brinkhaus hat gesagt, im Grunde liegen alle Argumente auf den Tisch. Es wäre jetzt wichtig zu handeln.
Herrn Wieler habe ich schon zitiert. Herr Wieler hat appelliert an die Entscheidungsträger, nicht an die Menschen in diesem Land, sondern an die Politiker. Tut jetzt endlich was. Daneben saß ein Gesundheitsminister, der sagte, tut jetzt endlich was. Also da appellierte ein Politiker an die Politiker. Was glauben Sie, wie lange darf dieser Prozess jetzt dauern? Und liegen nicht eigentlich alle Argumente auf dem Tisch? Ich teile den Appell, dass gehandelt werden muss. Okay. Das ist auch mein dringender Appell. Länder und Landkreise haben jetzt schon alle rechtlichen Möglichkeiten. Und es muss jetzt auch etwas passieren. Okay. Ich bin regelmäßig im Kontakt mit Medizinern. Habe mich heute noch unterrichten lassen vom Chef der Charité über die aktuelle Situation. Wir lesen die Inzidenzzahlen. Deshalb ist jetzt Handeln nötig. Mhm. Aber das Richtige muss getan werden. Wir müssen die Maßnahmen einleiten, die tatsächlich wirksam sind. Und das Ganze muss verfassungsrechtlich sauber laufen, sodass es keinen Vertrauensverlust in die Politik gibt, weil ein Gesetz beispielsweise vom Verfassungsgericht wieder verworfen wird. Mhm. Ich glaube, was wir tun müssen, ist das massive Ausweiten der Tests. Ich halte es für richtig, dass in den Hochinzidenzgebieten die Kontakte, die einzelnen Haushalten erlaubt sind, eingeschränkt werden. Ja. Ich halte es im Übrigen auch für möglich, dass wir das Impftempo weiter erhöhen, indem alle Länder alle Reserven an Impfstoff jetzt verimpfen, der Zeitpunkt zwischen Erst- und Zweitimpfung gestreckt wird und wir den niedergelassenen Bereich voll mit einbeziehen. Ich könnte die Liste dessen, was zu tun ist, weiter fortsetzen. Aber bei der Frage, brennt die Hütte? Es brennt in beiden Fraktionen die Hütte? Ich darf noch einen Satz sagen. Nur, was ich jetzt nicht verstehe, ist, diese Maßnahmen, die sinnvoll wären, liegen auf dem Tisch. Mhm. Und ausgerechnet, wieder mit heißer Nadel gestrickt, kommt die Regierung mit einem Gesetz, dass die offensichtlich pauschal nicht wirksame Ausgangssperre zum Gegenstand hat, dass jede Möglichkeit testbasierten Öffnens, wie die sogar in Bayern jetzt möglich sind, ausschließt und sich alleine orientiert auf dieser 100er-Inzidenz. Und das ist nicht sachgerecht und verfassungsrechtlich problematisch. Und deshalb wäre mein Appell an die Regierung, wenn sie sich um eine breite Mehrheit bemühen will und wenn sie ein verfassungsrechtlich sicheres Gesetz durch den Bundestag bringen will, über das Wochenende die wirklich gut gemeinten Argumente aufzunehmen. So, Herr Scholz ist so lieb und wartet noch mal eine Sekunde, weil es gibt sicher eine interessante Haltung aus den Ländern und vor allen Dingen aus Niedersachsen. Da ist uns zugeschaltet der stellvertretende Regierungschef, Herr Althus, an einen schönen guten Abend nach Hannover. Klare Frage, ist dieses Gesetz von der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler gut vorbereitet, wenn es Einsprüche und Widersprüche der Ministerpräsidentenkollegen gibt, übrigens auch Ihres, also Stefan Weil hat genauso protestiert wie Herr Kretschmer und Herr Haseloff. Ist das ein gut vorbereitetes Gesetz? Inzwischen kann ich sagen, dass die Bundesländer an der weiteren Gesetzgebung mitgewirkt haben. Es sind zahlreiche Vorschläge gemacht worden. Von daher bin ich persönlich der Auffassung, dass wir jetzt mal wirklich langsam zu einem Ergebnis kommen müssen. Und es stimmt, jeder Tag, der ungenutzt vergeht, bedeutet eine zusätzliche Gefährdung der Bevölkerung. Man darf verfassungsrechtliche Fragen in den Vordergrund stellen. Man darf auch hinterfragen, ob wir in den letzten 12 Monaten alles richtig gemacht haben. Und es ist mit Sicherheit nicht so, dass wir nichts getan hätten. Nur der Bund hat letztendlich auf einen Punkt hingewiesen. Die zurückliegenden Ministerpräsidentenkonferenzen haben sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen zwischen den Bundesländern zugegeben. Die haben unterschiedliche Voraussetzungen einigen können. Und deshalb hat der Bund gesagt, ab einer 100er-Inzidenz will man eingreifen können. Die Bundesländer haben aber alle Möglichkeiten, ihre Instrumente, und sie sind für den Infektionsschutz zuständig, auch tatsächlich jetzt schon einzusetzen. Also insofern, ich gehe am Ende davon aus, dass es einen einstimmigen Beschluss zugunsten dieses Gesetzes oder zumindest eine Mehrheit dafür geben wird. Herr Scholz, jetzt sind wir bei Ihnen. Jens Spahn sagt heute, ruft heute, der Bundesgesundheitsminister ruft heute die Ministerpräsidenten auf, nicht zu warten, bis dieser Bundeslockdown, bis diese Bundesnotbremse kommt, sondern gleich zu handeln. Warum brauchen wir dann eigentlich ein Bundesgesetz, das noch dazu so umstritten ist? Ich glaube, dass es zu einer Klarstellung in der Debatte beitragen wird, auch dazu, dass die Präzision bei der Umsetzung zunimmt, was ganz wichtig ist. Ich glaube, es hat sehr geschadet, dass es dann doch eben wie zu viele Schlupflöcher gegeben hat. Überall, die werden jetzt zugemacht. Das hilft aber allen, auch der Debatte in ganz Deutschland und dem Vertrauen in die Regelung. Und natürlich ist es so,
dass viele Länder vieles von dem auch schon umgesetzt haben. Darum ist das jetzt einfach ein Konsolidierungsschritt, der aber gleichzeitig mehr Klarheit und mehr Umsetzungsstärke bringt. In den Fraktionen, darauf hat Frau Kade hingewiesen, ist eine Menge los. Sie bekommen nicht nur zarte Hinweise aus den verschiedenen SPD-regierten Ländern, sondern es melden sich Ihr parlamentarischer Geschäftsführer und andere mehr. Wir hören mal rein. Wir müssen Spaziergänge ermöglichen, sonst kriegen die Leute einen Knall. Wir gehen an das Gesetz ran und verändern die Ausgangssperre, damit Sport und Spazierengehen mit dem eigenen Hausstand erlaubt bleiben. So, auch Juristen im Kanzleramt sollen Zweifel haben an der Rechtmäßigkeit. Herr Scholz, droht Ihnen da einfach eine Blamage? Kann das sein, dass das irgendwie vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird? Und was wäre dann schlimmer? Es ist ja viel schlimmer, als wenn ein Landesverwaltungsgericht sagt, nee, machen wir nicht. Ja, nun, Ängstlichkeit ist kein guter Ratgeber für Handeln in einer Krisensituation. Es geht jetzt schon darum, dass wir entschlossen vorgehen. Ja. Und wir haben das alles juristisch überprüft. Die beiden Verfassungsressorts, das Justizministerium, das Innenministerium, sind sich sicher, dass diese Gesetzgebung genau den Regeln des Verfassungsgerichts entspricht. Ich übrigens auch. Mhm. Natürlich entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das muss man ja mit allem Respekt dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass das alles sehr richtig ist. Im Übrigen haben ja viele dieser Maßnahmen schon in den Ländern Wirklichkeit gefunden. Und das hat dazu geführt, dass auch Gerichte das überprüft haben. Manche sind nicht so glücklich gewesen, aber viele haben das akzeptiert. Und deshalb sind wir ganz sicher, dass das auch funktioniert. Was der Gesundheitsminister gesagt hat, ist etwas, worüber ich mit allen Ländern auch gesprochen habe, mit denen ich diskutiert habe, dass sie ja entweder bereits viele dieser Maßnahmen umgesetzt haben und das ohnehin können. Und insofern sind wir uns ohnehin einig, es geht hier um einen Konsolidierungsschritt im Hinblick auf die Notbremse, damit nicht mehr der Eindruck vorherrscht, alles geht durcheinander. Und das ist hilfreich, gut und richtig. Also jetzt haben natürlich Landesverwaltungs- und Oberlandesgerichte entschieden, dass es eben Ausgangssperren in einzelnen Bundesländern nicht geben soll. Wir reden gleich noch mal über die Ausgangssperre, weil das ja der größte... Ich würde übrigens immer von Ausgangsbeschränkung reden, aber das muss nicht, darüber müssen wir uns nicht streiten. Streiten wir uns nicht. Es sind auch Zweifel an der juristischen Expertise bei diesen Pandemiebeschränkungen angebracht. Ich meine, wir erinnern uns an die Osterruhe, die auch null vorbereitet war. Am Ende ist alles nicht zulässig und wir dürfen gar nichts machen. Nee, aber das ist der typische Sophismus in dieser Situation. Man redet so lange, bis man gar nichts mehr macht. Ich würde gerne kurz ausreden. Angela Merkel hat die Osterruhe, die sogenannte, nach diesem Nachtbeschluss mit der Ministerpräsidentenkonferenz ja selber wieder zurückgezogen, weil es einfach nicht machbar war. Und das ist eben einer der Faktoren, bei dem man wirklich als Zuschauer und Beobachter dieser ganzen Situation nur den Kopf schütteln kann. Diese wohlfeilen Sätze, die wir auch eben von Herrn Althusmann gehört haben, jeder Tag zählt und wir haben eigentlich einen Notbremsenbeschluss seit dem 3. März, also seit fast 7 Wochen. Das sind die Punkte, weshalb die Zweifel wachsen an den tatsächlichen, an der Gründlichkeit, an der Vernunft und an der Seriosität ihrer Politik. Aber so. wenn ich an diesem Punkt mal einhaken darf, die Ausgangsbeschränkungen, da kann man Folgendes sagen. Zum einen, sie sind wissenschaftlich sehr gut untersucht worden, da hat man 117 Regionen untersucht. Entschuldigung, ich muss und die haben funktioniert. Herr Lauterbach, ganz kurz. Ja. Wir kommen auf jeden Fall zu dieser inhaltlichen Diskussion noch. Wir wollen gerade noch mal verstehen, was da eigentlich zwischen Bund und Ländern passiert. Weil die Situation war, wir hatten eine MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz hat nicht so geliefert und hat ein ein Argument loswerden. Ja. Ich habe ja an vielen, ich habe an diesen Ministerpräsidentenkonferenzen teilgenommen. Ja. Ich habe, weil ich mit vielen befreundeten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten oft diskutiere, einen guten Überblick über die Diskussionen, die in den Ländern stattgefunden haben, wenn sie jeweils ihre Corona-Regelung festgelegt haben, alle paar Wochen. Und die Diskussionen waren immer intensiv, so wie sie das jetzt auch sind im Deutschen Bundestag. Was wir jetzt erleben, ist also ein ganz normaler Vorgang, dass angesichts der Gesetzgebung sich viele mit vielen Detailfragen zu Wortmeldung. Trotzdem wird die Gesetzgebung ja voranschreiten und nächste Woche zu einem Ergebnis führen. So, und genau da ist doch aber die... Und Sie erleben doch jetzt nur mit, was sowieso alle paar Wochen überall in den Ländern und auch in den verschiedenen Gesprächen zwischen Bund und Ländern immer stattgefunden hat. Aber die Tatsache, dass auch in dieser Sendung und in vielen anderen Diskussionen beklagt worden ist, dass man nicht mehr durchblickt, die müssen wir jetzt ja mal mit einem klaren Regeln zusammenfassen. Ja, man muss doch in einem Punkt Ihnen recht geben. Dass wir ein bundeseinheitliches Regelwerk bekommen, das ist richtig. Ich glaube, überfällig. Wir hatten auch schon Gelegenheit in dieser Sendung vor Monaten darüber zu sprechen. Klare Wenn-Dann-Regeln wären sinnvoll.
in einem bestimmten Fall, bei einem bestimmten Pandemiegeschehen vor Ort, sind solche Maßnahmen nötig. Das ist richtig. Diese eigentlich richtige Absicht wird nur gegenwärtig, ich glaube auch aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit, mindestens unvollkommen umgesetzt. Wenn wir gleich in der Sache darüber sprechen, können wir die Kritikpunkte aufbringen. Es gibt nur den einen Fall der Notbremse, die 100er-Inzidenz. Und das ist deshalb ein Problem, weil an diese eine Zahl automatisch wirksame Freiheitsbeschränkungen gebunden sind. Das ist auch schon lange diskutiert. Ja, aber das wird der Situation vor Ort nicht gerecht. Ich sage ein kurzes Beispiel. Wir haben einen Landkreis. Und in diesem Landkreis hat man an einer Stelle einen Ausbruch. Wir hatten das etwa bei fleischverarbeitenden Betrieben. Dann weiß man aber und kann nachverfolgen, woher kommt die hohe Zahl. Und dann gibt es andere Fälle, etwa in Flensburg gab es das einmal, da waren plötzlich hohe Zahlen da und die Behörden wussten nicht mehr, wo kommen plötzlich diese vielen Erkrankungen, diese vielen Infektionen her. Da ist übrigens damals sogar von einem FDP-Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein einmal eine Ausgangssperre verhangen worden. Also da darf man ja nicht borniert sein. Januar. Wenn es notwendig ist, genau im Januar, dann muss das getan werden. Aber es wurde eben vor Ort geschaut, was ist konkret die Lage. Und da sehe ich einen ganz großen Kritikpunkt bei Ihrer jetzigen bundeseinheitlichen Regelung. Es ist nicht mehr möglich, vor Ort die Lage zu bewerten und dann die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Und ich glaube, dass deshalb auch der Landkreistag, das sind ja die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort, gar von einem Misstrauensvotum sprechen. Und ich finde, das hat die kommunale Ebene, wo ja auch viele Sozialdemokraten tätig sind, so nicht verdient. Ich bin entschieden anderer Meinung als Sie. Ich finde eine Inzidenz von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sehr hoch. Und ich glaube, dass das nicht mehr der Fall ist, wo man klugerweise differenziert, sondern wo man dann auch diese Regeln automatisch gelten müssen. Und eigentlich haben Sie ja mit Ihrem Beitrag deutlich gemacht, warum wir die bundeseinheitliche automatische Regelung brauchen. Sie es gibt sonst so viele Diskussionen, dass am Ende niemand mehr etwas umsetzt und entscheidet. Ja, Sie erinnern sich an die Gesundheitsämter, die einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, Inzidenzen sind eben so oder so auszulegen. Sie können eine 150er-Inzidenz haben, die ist ganz schlimm, weil sie viele Risikomenschen betrifft. Und Sie können eine 150er-Inzidenz haben, die ist überhaupt nicht schlimm, weil sie in einem Cluster von, ich weiß nicht, 20 oder 30-Jährigen liegt. Bevor wir inhaltlich diskutieren, möchte ich unbedingt und an dieser Stelle juristischen Beistand hineinholen. Und zwar von Anna Leisner-Egensberger. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität in Jena und wird uns jetzt helfen bei der Beantwortung der Frage, welche juristischen Bedenken es ganz konkret gibt. Einen schönen guten Abend, Frau Leisner-Egensberger. Guten Abend, Frau Inne. Was die Kanzlerin und ihr Vizekanzler tun, was die da machen, das ist im Sinne der Verfassung? Fragezeichen. Es gibt ein Infektionsschutzgesetz und das kann erweitert werden. Im Sinne der Verfassung ist tatsächlich die Frage. Man muss auf der einen Seite sagen, dass der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat für das Infektionsschutzgesetz. Und zwar für das Infektionsschutzrecht in seiner Gesamtheit. Das heißt insbesondere auch, soweit Schulen betroffen sind, wenn also Lehrpläne jetzt neu justiert werden müssen, was ja eigentlich in die Kulturhoheit der Länder hineinreicht, ist das trotzdem im Schwerpunkt Infektionsschutzrecht und insoweit fällt das in die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes. Auf der anderen Seite hat man sich im letzten Jahr mit durchaus guten Gründen dafür entschieden, im Bundesrecht, also im Bundesinfektionsschutzgesetz, nur einen sehr weiten Rahmen vorzusehen und den Ländern insoweit Spielräume zuzugestehen, um eben, wie es Herr Lindner auch gerade gesagt hat, auf die regionalen Besonderheiten auch speziell einzugehen. Ja. Und das macht auch das Infektionsgeschehen dann vor Ort greifbar. Man kann auf die Erfahrungen der Kommunen zurückgreifen. Und was jetzt gemacht werden soll, ab einer Inzidenz von 100, ist den Grundsatz anzuwenden, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, es wird das Signal ausgesendet an die Länder, ihr könnt es nicht, ihr habt es nicht gemacht, so wie das Infektionsrecht das verlangt. Und das ist kein gutes Signal und das ist auch nicht im Sinne des Föderalismusprinzips und damit auch nicht im Sinne des Grundgesetzes. Aber nochmal, es ist ja an diesem Infektionsschutzgesetz sehr lange gearbeitet und immer wieder gearbeitet worden. Hätte man denn
mit einem anderen, also beispielsweise mit diesem nun erarbeiteten Stufenplan, der in der Ministerpräsidentenkonferenz, aber wenn das zu einer Bundesgesetzgebung oder Novelle des Infektionsschutzgesetzes geworden wäre, wäre das denn ein kluger Gedanke? Man hätte klare Richtlinien und jedes Land kann danach urteilen, was anzuwenden ist? Das ist grundsätzlich durchaus zu überlegen, ob man jetzt in das Infektionsschutzgesetz solche Stufen hineinschreibt. Man hätte das auch schon früher machen können. Wir haben dort allerdings auch schon gewisse Stufen, was man allerdings verabsäumt hat und was man natürlich jetzt mit dem Wissen von heute auch früher anders gemacht hätte, ist bei den hohen Inzidenzen. Das heißt, bei den Inzidenzen ab 100 dann eben ganz konkrete Maßnahmen greifen zu lassen. Das hat man insbesondere sonst nicht gemacht und das war natürlich im Rückblick ein Fehler. Das hat den Ländern insoweit zu viel Spielräume gelassen. Was jetzt geschieht, Frau Leisner-Ebensberger, ist, dass einzelne Ministerpräsidenten für sich festlegen, diesen Bundeslockdown, also das Beschlossene vom 3.3. im Grunde jetzt schon umzusetzen und nicht auf den bundesparlamentarischen Prozess zu warten. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Nehmen sich damit die Ministerpräsidenten ihre Macht wieder zurück? Hat Angela Merkel damit aber wenigstens erreicht, dass jetzt alle auf sie hören? Wie ist das zu werten in Ihren Augen? Ja, ich glaube, Sie sehen es vollkommen richtig. Angela Merkel wollte ja im Wesentlichen politischen Druck erst einmal ausüben auf die Länder, dass die endlich tätig werden im Sinne der vereinbarten Notbremse. Und wenn die Ministerpräsidenten jetzt von sich aus tätig werden und in ihren Ländern das eben so regeln, wie das auch vereinbart war, dann hätte man auch eine juristisch insofern saubere Lösung, als dann die Verwaltungsgerichte unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten dann auch die richtigen differenzierten Entscheidungen treffen könnten. Dann wäre nicht alles monopolisiert beim Bundesverfassungsgericht. Okay, da haben wir Ihre Meinung dazu. Genau das ist ja die Folge. Ja, wir streiten jetzt sofort im Anschluss über die Ausgangssperre. Das ist offensichtlich auch ein heißes politisches, aber erst recht als juristisches Thema. Ist eine solche Ausgangsbeschränkung, wie sie jetzt vorgesehen wird, von 21 Uhr bis 5 Uhr, unter den pandemischen Bedingungen akzeptabel in Ihren Augen oder nicht? Ist es eine zu große Einschränkung in Anbetracht der jetzigen Situation? Also eine Ausgangsbeschränkung ist auf jeden Fall ein sehr starker Eingriff in die Grundrechte, in die Freiheit der Person. Das ist das Grundrecht, das im Grundgesetz am stärksten geschützt ist. Es ist dort doppelt geschützt, zum einen inhaltlich im Grundrechtskatalog und dann auch noch mal formell, dass es eben nur durch ein förmliches Gesetz geändert werden soll. Auch aus historischen Gründen ist das ein ganz besonders wichtiges Grundrecht. Und es ist durchaus ein erheblicher Eingriff, wenn die Menschen zu Hause faktisch eingesperrt werden. Wenn man sich die Gründe ansieht, die zumindest im Gesetzentwurf der Bundesregierung bisher enthalten sind, die Ausnahmen von dieser Ausgangssperre, so sind das wirklich nur sehr wenige. Sie hatten es in Ihrem Beitrag erwähnt, medizinische Gründe, berufliche Indikationen und das Ausführen des Hundes. Und im Übrigen kann man beispielsweise abends nicht joggen. Es ist auf jeden Fall kein gutes rechtspolitisches Signal, weil es wird den jungen Leuten insbesondere, die natürlich ihre sozialen Kontakte irgendwie pflegen wollen, jetzt klar gemacht, ihr sollt zu Hause bleiben, weil draußen drohen die Bußgelder und das ist ja genau das Falsche. Wenn Sie mich jetzt fragen nach der Verhältnismäßigkeit, dann würde ich sagen, die Frage ist tatsächlich, ob es ein milderes Mittel gibt, um das eigentliche Ziel der Pandemie, nämlich den Schutz von Leben und Gesundheit, letztlich zu verwirklichen. Und da kann man auch nicht nur die Ausgangssperre isoliert in den Blick nehmen, sondern muss sie sehen als Teil eines Gesamtpakets. Und dazu gehören natürlich auch die Testpflichten für Betriebe, und zwar im Sinne einer echten Testpflicht dazu. Und es gehört auch ein verpflichtendes Homeoffice, auch wenn das die Unternehmen schmerzt, aber das bringt eben auch nach
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich mehr als diese pauschale Ausgangssperre. Insofern würde ich sagen, die Ausgangssperre ist so pauschal, wie sie jetzt vorgesehen ist, nicht verfassungsmäßig. Und ich verstehe Sie richtig, dass es durchaus wichtig wäre, dass, wenn man sie erwägt, dass es dann adäquat in den Betrieben als auch in den Schulen Tests geben muss, verpflichtende Tests geben muss, weil das eben auch die Bereiche sind, in denen viel Ansteckung stattfindet. Sie nicken, weil ich es einigermaßen richtig zusammengefasst habe. Jawohl, gut. Ja, genau. Dann danken wir herzlich Anna Leisner-Egensberger, der Rechtsprofessorin von der Universität Jena, und gehen hier sofort in die Runde, sind bei Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, Sie haben aufmerksam zugehört. Wenn wir Menschen einsperren, und so muss man eine Ausgangsbeschränkung empfinden, sollte sie wirksam sein. Wissen wir, ob Ausgangssperren wirklich wirksam sind? Ja, das wissen wir. Es hat dazu Studien gegeben, die alle Ausgangsbeschränkungen, die durchgeführt worden sind, ausgewertet haben in der zweiten Welle, und zwar im Konzert mit anderen Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind. Da hat man insgesamt 117 Regionen ausgewertet in einer Meta-Analyse, wo man so alle Studien, die Vorlagen zusammengelegt hat. Das hat die Oxford-Universität gemacht, sehr hochwertig, diese Studie. Und da kommt heraus, das ist eine Bestätigung auch anderer Studien, die nicht ganz so gründlich gemacht worden sind in der Vergangenheit, dass das also den Reproduktionswert ungefähr zwischen 10% und 20% im Mittel um 15% senkt. Darüber hinaus hat man eben auch Praxisbeispiele, und diese Praxisbeispiele kann man wie folgt zusammenfassen. Eine Welle mit B.1.1.7, also mit dieser deutlich stärker ansteckenden Variante, ist ohne Ausgangsbeschränkungen noch niemals kontrolliert worden. Das hat also funktioniert in Portugal, in Irland, in England und auch in den Teilen Frankreichs, wo es eingesetzt wurde. Somit zusammenfassend kann man sagen, erstens, es gibt hier die wissenschaftliche Evidenz, die sehr hart ausgewertet ist mit besten statistischen Verfahren. Und es gibt keine gegenteilige Analyse aus Deutschland. Und zum Zweiten, es hat, wo man es gemacht hat, geklappt. Ich will noch auf einen einzigen Punkt, also in dem Zusammenhang, hinweisen. Es ist ganz klar, dass die Ausgangssperre nicht das einzige Instrument ist. Aber wenn wir uns das Konzert der Instrumente jetzt einmal anschauen, dann müssen wir jetzt Dinge einsetzen, die zusätzlich noch etwas bringen. Und da kann man Folgendes sagen: Da wirken Testungen in Schulen und Betrieben, wenn sie als Pflichttest zweimal die Woche gemacht werden. Da muss man sagen, dass zum Beispiel freiwillige Tests, um in Restaurants zu gehen oder in meinetwegen Geschäfte zu gehen, diese Wirkung nicht haben. Und die Ausgangsbeschränkungen funktionieren. Und selbst mit den Ausgangsbeschränkungen, glaube ich, werden wir es sehr schwer haben, die dritte Welle zu bewältigen. Somit Herr die Lauterbach, Diskussion ist eine Diskussion, die ich nicht nachvollziehe. Ich höre ständig, was nicht funktioniert, was aber im Ausland wunderbar geklappt hat. So, fragen wir gleich in die Runde. Ganz konkreter praktischer Hinweis und mal kurz nach Hannover geschaut. Herr Althusmann, bei Ihnen gibt es eine Ausgangsbeschränkung ab 150er Inzidenz. Das wäre in jedem Fall, Herr Lauterbach, in Ihren Augen zu wenig. Wie rechtfertigen Sie das, Herr Althusmann? Und wären Sie sich denn jetzt innerhalb Ihrer Regierung eigentlich einig, ob Sie dieses Gesetz so zeichnen? Die Ausgangsbeschränkungen in Niedersachsen sind zum Teil gekippt worden durch das Oberverwaltungsgericht. Von daher ist die verfassungsrechtliche Diskussion ausgesprochen spannend. Sie ist auch wichtig, und auch die Zuständigkeitsfragen Bund, Länder, ausgesprochen wichtige Diskussion. Aber wissen Sie, was ich viel wichtiger finde? Dass wir vielleicht jetzt irgendwann mal versuchen, nach 12 Monaten Pandemie einen Weg zu finden, mit dem wir uns nicht von Lockdown zu Lockdown, von Notbremsung zu Notbremsung bewegen. Und dazu gehört sicherlich eine klare Definition der Verhältnisse zwischen Bund und Ländern. Dazu gehört aber auch die Frage, wie bewerten wir den Inzidenzwert. Der derzeitige Inzidenzwert, der überall zur Grundlage für Entscheidungen gemacht wird, ist sicherlich zwischen 10% bis 30% auch beeinflusst von aktuellen Testungen. Wer mehr testet, wird auch mehr Infektionen aus dem Dunkelfeld in die Helligkeit hineinziehen. Das ist das eine. Das andere bleibt letztendlich, gibt es außerhalb eines Lockdowns, außerhalb einer Notbremse, weitere Instrumente, die wir anwenden können? Gibt es auch die Möglichkeit, den Menschen ein Stück weit Freiheit zurückzugeben unter bestimmten Bedingungen? Und deshalb plädiere ich persönlich sehr, dass wir bei dem anstehenden Gesetz auch Öffnungsklauseln vorsehen. Wir müssen auch die wirtschaftliche Seite betrachten. Wir müssen natürlich die verfassungsrechtliche Seite sehen, aber wir müssen auch sehen, dass dieses Land eine Lebensgrundlage hat. Und wenn ich weiß, dass gleichzeitig
in Deutschland ca. 700 Millionen Umsatz tagtäglich beim Einzelhandel verloren gehen, dann weiß ich auch, dass Tausende von Existenzen in Deutschland auf dem Spiel stehen. Also diese Abwägung ist das entscheidende Moment, was die Politik in den letzten Monaten gelöst hat. Nochmal die Frage, von wie daher wird es Ausgangsbeschränkungen geben. Wie werden Sie sich mit Ihrem Ministerpräsidenten einigen, Herr Althusmann? Wir sind uns, dafür oder dagegen? Nein, wir sind uns sehr, ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass es Ausgangsbeschränkungen ab einer 100er Inzidenz, ich sage nochmal, neben einer 100er Inzidenz zählen für mich persönlich, und ich glaube, das ist auch teilweise Auffassung von vielen Virologen, dass man, und auch dem RKI im Übrigen, dass man darüber hinaus auch auf die Impfquote schaut, dass man auf die Krankenhausbelegung, die Intensivbetten schaut, dass man zumindest sich ein Gesamtbild verschafft, um dann eine kluge, vernünftige Reaktion einleiten zu können. Die Inzidenz ist eine kurzfristige Zahl, die kurzfristig etwas über das tatsächliche Infektionsgeschehen sagen kann, sodass man nachsteuern kann. Die Ausgangsbeschränkung bleibt für mich, und so verstehen wir es in Niedersachsen, am Ende auch ein Stück weit Ultima Ratio. Wir sollten zunächst einmal alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Das haben die Länder getan. Aber gegen ein mutiertes Virus ist so manches Kraut eben nicht gewachsen. Die Infektiosität ist so enorm hoch und es verbreitet sich so rasant, dass man eben auch zu Ausgangsbeschränkungen greifen kann. Ob sie wirklich wirksam sind, da muss ich Herrn Lauterbach nach meiner Kenntnis zumindest ein bisschen widersprechen. Es gibt Studien, da hat er recht. Aber es gibt nicht so viel belastbares Datenmaterial weltweit, europaweit, dass man wirklich sagen kann, die Wirkung wird das oder jenes am Ende tatsächlich mit sich bringen. Ich bin da ein bisschen skeptischer, was die Ausgangsbeschränkung tatsächlich bringen wird, neben der verfassungsrechtlichen Frage. Herr Althusmann, fragen wir hier noch mal in der Runde. Herr Scholz, wie überzeugt sind Sie eigentlich, dass in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr die Knallerkontakte stattfinden, die Sie jetzt unterbinden? Sind Sie davon überzeugt? Ich bin überzeugt, dass die Ausgangsbeschränkung hilft. Okay. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass es richtig ist, sie in dem Gesetz da reinzuschreiben. Ja. Wir werden die konkreten Bedingungen jetzt mit dem Bundestag und den Ländern festlegen. Das muss klug und lebensnah geschehen. Das wird auch am Ende so sein. Und dann haben wir diese Regelung, die auch für viele Bürgerinnen und Bürger eine große Erleichterung ist, weil sie dann wissen, woran sie sind. Also ich bin überzeugt, dass das wirksam ist. Okay. Und akzeptiere, dass man da andere Meinungen haben kann. Und ich akzeptiere auch, dass sich da der eine oder die andere auch auf andere wissenschaftliche Studien beruft, als die Karl Lauterbach da gerade benannt hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Trotzdem glaube ich, wäre es ein Verbrechen, diese Möglichkeit jetzt nicht zu nutzen, angesichts der Gefahren, die mit den Infektionen verbunden sind. Und da hilft es dann auch nicht, dass wir die nächsten 30 Studien abwarten, bevor wir was entscheiden. Wir müssen jetzt handeln. Und es ist sehr gut, dass die Länder von sich aus das auch machen, auch die ganze Zeit schon vieles tun. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann wird das, glaube ich, uns helfen im Kampf gegen die Pandemie. Verbrechen ist ein großes Wort. Wir sind bei Herrn Lindner und sagen, natürlich geht es nicht nur um den joggenden parlamentarischen Geschäftsführer der SPD. Und es geht auch nicht nur um den Hund, der ausgeführt wird, sondern es geht um das Kontakte verhindern. Und das trifft in allererster Linie die Jugendlichen. Wird das erreicht werden, Herr Lindner? Glauben Sie das? Also in der Tat, die wissenschaftliche Wirkung ist umstritten. Ich weiß nicht, ob Herr Lauterbach schon Gelegenheit hatte, die jetzt gerade heute veröffentlichte Studie aus Frankreich zu sehen. Frankreich hat ja einen Dauerlockdown mit sehr vielen Ausgangssperren gehabt. Und das Ergebnis dieser Studie für Frankreich mit sehr vielen Daten ist, dass die Ausgangssperre eben nicht wirksam war. Für die Stadt Toulouse wird sogar die These in den Raum gestellt, dass sie zu einer gewissen Verschärfung des Infektionsgeschehens beigetragen hätte. Ich benutze bewusst den Konjunktiv, weil die Menschen verdichtet dann in den Einzelhandel gegangen sind und Entzerrung nicht möglich war durch die Ausgangssperre. Und deshalb muss man dieses Instrument mit großer Sorgfalt einsetzen, im Wissen darum, dass es möglicherweise das, was jetzt von ihm erwartet wird, nicht erreicht. Was möchte ich dazu? Ja, kann er sofort sagen. Ich glaube, wir müssen uns zunächst mal auf die Maßnahmen konzentrieren, die wirksam sind. Das ist die Beschränkung der Kontakte der Haushalte, fraglos. Schon bei der Schließung des Handels in den Modellen Click and Collect, das heißt also, man bestellt etwas und holt es ab, bin ich im Zweifel, ob das eine tatsächliche Wirkung auf das Infektionsgeschehen hat, weil es ja keinen menschlichen Kontakt gibt. Ich halte das zumindest aber für vertretbar, rechtlich vertretbar. Ich würde es politisch so machen wie Markus Söder.
Markus Söder sieht ja ab einer 200er-Inzidenz noch diese Form des Terminshoppings in Bayern als notwendig dafür an. Dafür ist er von der Kanzlerin kritisiert worden. Ja, zu spät. Das kann sein, aber wie auch immer. Ich sage das, in Nordrhein-Westfalen gilt das übrigens auch. Insofern ist das keine irgendwie geartete Parteinahme in der internen Frage der Union, wenn ich darauf hinweise. Da ist vertretbar, meine ich, wenn die Regierung da sagt, das wollen wir nicht. Bei der Ausgangssperre habe ich aus mehreren Gründen Zweifel. Es ist zum Ersten die 100er-Inzidenz. Herr Altusmann hat ja gerade völlig zu Recht andere Indikatoren angewendet. Für mich, Herr Altusmann, wäre dann die Frage an Sie, wie können Sie denn dieses Gesetz, wo das nicht gewichtet ist, wo die Frage der Impfquote, ist es ein Cluster an einer Stelle oder ist es ein diffuses Ausbruchsgeschehen, wie können Sie das Gesetz dann gutheißen? Ich glaube, das muss verändert werden. Und es gibt keine Differenzierung, Herr Scholz, zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und da ist die Problematik, weshalb ich Sie bitten möchte, auf Vokabular wie Verbrechen zu verzichten. Das ist ja ein strafrechtlicher, relevanter Sachverhalt. Denn ich glaube, dass großer Schaden entsteht, wenn dieses Gesetz dann möglicherweise verworfen wird. Und jetzt kommt mein Beispiel. Wir haben ein geimpftes Ehepaar. Die leben zusammen, sind geimpft. Die leben in einem Landkreis, 40 Kilometer entfernt, so große Landkreise haben wir einen einzelnen Ausbruch. Und deshalb wird denen die Ausgangssperre ab 21 Uhr auferlegt. Die können keinen Spaziergang mehr machen, wenn es jetzt draußen hell ist. Viele dieser älteren Ehepaare werden sagen, aus Solidarität bleiben wir zu Hause. Aber im Staat des Grundgesetzes braucht es nur einen einzigen zu geben, der dagegen klagt. Und dann ist das ganze Gesetz nichtig, mit einem großen politischen Vertrauensschaden. Und deshalb ist mein dringender Rat, an der Stelle nachzubessern. Weil ich muss auch ankündigen, sollten Sie das so beschließen, Herr Scholz, dann werden wir nächste Woche in Karlsruhe Klage erheben. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, das sollten wir gemeinsam verhindern, indem Sie einfach gut gemeinte Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen. Und da ist genau diese Frage, Frau Kade, will die Politik damit eher eigentlich nur ein Signal aussenden, nämlich das Signal, bitte trefft euch nicht, und hat das aber nicht final und klug überlegt und zu einem sauberen Gesetz gemacht? Ja, so scheint es mir tatsächlich zu sein. Ich wundere mich auch über die Perspektivverschiebung, die hier in den letzten Monaten offenbar stattgefunden hat. Also Verfassungszweifel werden nicht richtig ernst genommen, wie wir jetzt eben gerade hier gehört haben. Es ist die Rede davon, dass Freiheiten zurückgegeben werden, habe ich auch eben gerade hier gehört. Das ist aber, dass die Freiheiten gehören einem erstmal per se. Der SPD-Politiker Kutschaty in NRW spricht davon, dass man die Menschen erwischen wolle draußen, wenn sie draußen bei Ausgangsbeschränkungen sind. Also da hat sich so ein autoritärer Ton, finde ich, etabliert, der eigentlich der Sache auch nicht angemessen ist. Natürlich sind wir uns, glaube ich, alle hier einig, es soll schnell gehandelt werden und auch wirksam gehandelt werden. Aber ja, dieser autoritäre Ton, der sich nicht nur eingeschlichen, sondern breit gemacht hat, der finde ich sehr fragwürdig. Ja. Der ist fragwürdig. Ich habe mir immer noch gemerkt, dass wir Herrn Lauterbach gleich nach Frankreich und Toulouse fragen. Herr Scholz, Herr Lindner und seine Fraktion, seine Partei würden klagen in Karlsruhe. Was halten Sie von einem gewichteten Inzidenzwert? Das ist der Vorschlag. Und was halten Sie davon, Geimpfte nicht so zu behandeln in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen wie Menschen, die nicht geimpft sind? Eine Bemerkung vorweg. Ich bin etwas skeptisch bei den ganzen Formulierungen in dieser Diskussion, aber auch vielen anderen. Die beginnen mit, zunächst mal müsste man Folgendes machen. In Wahrheit müssen wir vieles gleichzeitig machen. Und wir dürfen einfach nichts aufschieben, weil wir sagen, es gibt noch viele Ausflüchte und Auswege. Sondern es ist jetzt schon sehr ernst. Wir müssen in dieser Situation einen Anstieg der Infektionszahlen verhindern, damit die Impfkampagne und das Tempo, das wir dort mittlerweile haben, nicht erst viel später wirkt. Die Frage, ob wir im Sommer die Freiheiten zurückhaben oder erst sehr viel später, entscheidet sich im Prinzip in den nächsten Tagen. Und deshalb ist es so zentral, was wir jetzt machen. Dass wir eine ernsthafte Diskussion über jedes Detail haben, ist völlig in Ordnung. Deshalb habe ich Ihnen auf eine Ihrer früheren Fragen geantwortet. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass all die Debatten, die bisher in jedem Landeskabinett und in der Ministerpräsidentenkonferenz stattgefunden haben und auch im Bundestag, jetzt noch mal konkret bei dieser Gesetzgebung neu aufleben, sodass wir das möglichst gut hingefeilt kriegen, um das so zu sagen, damit es ein erstklassiges Gesetz ist, das Mitte nächster Woche beschlossen wird. Was die Frage betrifft, der Regelung für Geimpfte, habe ich ja schon vor sehr langer Zeit gesagt, wir werden etwas machen müssen im Hinblick auf die Geimpften. Und meine Idee ist, dass wir sie so behandeln müssen wie jemanden, der einen tagesaktuellen Test hat.
Und daraus ist geworden, dass die letzte Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung beschlossen hat, das Robert-Koch-Institut zu bitten, uns dazu eine Expertise zu geben. Das haben wir unterdessen gemacht. Okay. Und das ist der Grund, vielleicht ein Argument für Sie zuzustimmen, ja, dass wir in das Gesetz eine Rechtsverordnung reingeschrieben haben, die wir nutzen wollen, um genau eine solche Regelung gut abgestimmt mit Ländern und Bundestagsfraktionen und der Wissenschaft zustande zu bringen. Noch hineinschreiben zu können. Das können wir dann hinterher machen. Und wir haben die Idee, dass wenn wir das nächste Mal mit den Ländern sprechen, und es wird dann natürlich eine parallele Diskussion mit dem Bundestag geben, wir über die Frage des Impfens reden und dann eben auch konkret über die Ausgestaltung einer solchen Verordnung. Okay, gut, das hat man verstanden und das ist auch wichtig, dass Sie es noch mal sagen. Dazu dient also dieser Passus in der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Heute. Jetzt, Herr Lauterbach. Kann auch für anderes genutzt werden. Ja, selbstverständlich hat er auch andere Handlungsoptionen, aber das ist der Zweck für die ganze Sache und darum haben wir uns diese Möglichkeit erbeten bei den Gesetzesformulierern. Es ist in der Gesetzgebungspraxis sinnvoll, solche Rechtsverordnungen zu machen. Ursprünglich war ja auch nicht vorgesehen, den Bundestag zu fragen. Trotzdem ist die Regelung noch nicht so, wie sie eigentlich unter Parlamentariern sein sollte. Denn es ist in der Gesetzgebung jetzt vorgesehen, die Bundesregierung darf Rechtsverordnungen vornehmen. Der Bundestag kann zustimmen, aber wenn das nicht binnen 7 Tage erfolgt, gilt das als eine Zustimmung der Bundesregierung. Da würde sich des Bundestages, da würde sich jeder, der privaten Bauantrag stellt, freuen über eine solche Genehmigungsfiktion, dass, wenn die Behörde nicht antwortet, gilt es als genehmigt. Es gibt diese Genehmigungsfiktion für private Bauanträge, teilweise. Die Behörde durchbricht das dann oft, teilweise. So wie das der Bundestag dann auch könnte. Ja, aber ich glaube, dass diese Frist, glaube ich, für eine Vertrauensbildung noch auch fallen noch mal sollte. Auch nochmal verlängert werden muss, das behalten fallen wir uns auch, und fallen sollte. Okay, ist keine 7 Tage Einspruchsfrist. Wenn wir hier mal ein politisches Gespräch vor laufender Kamera führen wollen, wenn ich das kurz sagen darf, möchte ich nur einfach, das muss hier noch sein. Also ich möchte mal gerne hören, nicht vielleicht in dieser Sendung, falls das zu früh ist, aber wenn Sie so einen Wenn-Dann-Satz sagen, für den Fall, dass wir diese Verordnungsermächtigung im Hinblick auf die Regelung für Geimpfte noch ein bisschen so und so fassen, auch das Parlamentsbeteiligungsrecht, stimmt die FDP dem Gesetz zu? Oha, Herr Scholz. Dann würde ich das interessant finden. Ja, aber da muss ich sagen, ist Ihr Aktenvortrag nicht gut? Am Sonntag habe ich der Bundesregierung auf Aufforderung von der Bundesregierung selbst hier einen Brief geschrieben, mit genau ausgearbeitet den 6 Punkten. Ja, ich habe jetzt den einen angesprochen. Nee, aber es gibt schon 6 Punkte. Ja, ich wollte Sie auf den einen festnageln. Ja, aber wegen dieser einen Selbstverständlichkeit werden Sie keine Zustimmung für so das scharfe Grundrechte bekommen. Das finde ich jetzt sehr schade für Deutschland. Aber 6 Punkte sind Ihnen vorgelegt worden und wir können über alles sprechen. Daran arbeitet sicherlich Herr Scholz zusammen mit seinen Kollegen. Wir werden natürlich abwarten, wie die parlamentarische Debatte läuft. Und ich möchte jetzt unbedingt zu Karl Lauterbach, weil wir uns noch mal fragen, Herr Lauterbach, auf der Basis welchen Wissens werden diese Ausgangsbeschränkungen vorgenommen? Stichwort Toulouse, Stichwort Frankreich. Ja, Sie sind dran. Klar. Oxford-Studie war eine besondere Studie, wie die manchmal gemacht wird, eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, alle Erfahrungen in anderen Studien werden dann zusammengefasst und man macht dann ein Gesamturteil. Somit die Toulouse-Studie beispielsweise ist jetzt eine Studie und die wird bei der nächsten, also sagen wir mal, Ausgabe einer solchen Meta-Analyse wie der Oxford-Studie mit eingebracht. Auch bei den 117 Regionen, die ich eben vorgetragen habe, waren solche dabei, wo das nichts gebracht hat. Aber wenn man jetzt alle zusammen auswertet, statistisch, dann sieht man, das ist der Gesamtnutzen. Und die Studie hat auch noch eine Besonderheit, und zwar schaut die auf die Kombinationen. Das heißt, dann guckt man, was dann schon an Lockdown-Maßnahmen da ist und fragt sich, was bringt zusätzlich die Ausgangsbeschränkung. Damit ist diese Studie sehr wertvoll, sehr hochwertig. Und er hat zum Beispiel dann geprüft, was bringt die Ausgangssperre in einer Situation, wo die Geschäfte schon zu sind
und wo viele andere Maßnahmen, so wie bei uns, schon am Platz sind. Was wirkt dann zusätzlich noch? Ja. Wie groß ist die Zusatzwirkung? Da liegt der Unterschied zu der Toulouse-Studie, die daher nicht so aussagekräftig ist, weil das nur eine Studie, die würde als eine von 118 dann, wenn sie mit einfließen würde, hier berücksichtigt. Herr Lauterbach, Ihre noch, Kollegin, Entschuldigung. Darf ich noch einen Punkt noch sagen, bevor ich den, weil das ist wichtig, Herr Altus hat eben einen sehr wichtigen Punkt gemacht, er hat die Inzidenz angesprochen, hat gesagt, die Inzidenz alleine kann es nicht sein, weil das kommt ja auch darauf an, wie oft man testet. Da ist das weit verbreitete, irrtümliche Annehmen, dass es wird jetzt mehr mit Antigentests gearbeitet, bei asymptomatischen, daher haben wir insgesamt mehr Getestete und daher ist die Inzidenz nicht so, in Wirklichkeit nicht so hoch. Sie würde somit höher erscheinen, als sie ist. Das ist aber nicht so. Die Antigentests, die wir heute machen, die sind bei den asymptomatischen typischerweise, zeigen die gar nicht an. Das heißt, diejenigen, die mit dem Antigentest jetzt getestet werden, die wären, weil sie symptomatisch sind, sowieso, wenn es die Tests nicht gegeben hätten, am nächsten Tag oder übernächsten Tag mit dem PCR getestet worden. Ja. Daher ist die PCR-Quote nach wie vor sehr hoch. Und dann würde man erwarten, dass auch sehr viel los ist auf den Intensivstationen. Genau das sehen wir. Wir haben sogar jetzt das folgende Problem. Durch die Antigentests sind viele junge Leute, die haben das positive Testergebnis, die wissen dann, sie haben Corona, die versuchen alleine durchzukommen, die gehen gar nicht mehr zum PCR, die kommen dann gar nicht mehr in die Statistik, die kommen dann aber auf die Intensivstation und müssen dann oft schon beatmet werden, wenn sie reinkommen. Das ist also eine prekäre Situation. Es kann daher sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die wahre Inzidenz eher unterschätzen und nicht überschätzen. Und wenn man da die Inzidenz bewertet, dann muss man das mitdenken, da darf man nicht den Fehlschluss machen. Wir testen derzeit viel, daher sind die Zahlen in Wirklichkeit niedrig. Weil diejenigen, die jetzt auf der Intensivstation behandelt werden, die sind im Durchschnitt etwa 47, 48 Jahre alt. Das sind Menschen mitten im Leben, die beatmen wir 5, 6 Wochen lang. Und viele von denen, die Hälfte ungefähr von den Vollbeatmeten, stirbt. Das ist eine Tragödie. Und da verlieren viele Kinder derzeit ihre Eltern. Und wir können uns daher eine solche Debatte, ist das wirklich rechtlich hundertprozentig ausformuliert? Ich verlasse mich hier auch auf die Rechtsexperten in den zuständigen Ministerien. Aber uns läuft die Zeit davon. Ich kann die Debatte überhaupt nicht verstehen. Und das tut übrigens auch kein Mediziner, kein Intensivmediziner und kein Epidemiologe. Aber das ist eine ganz gefährliche Diskussion, zu sagen, Grundrechte und Verfassungsrecht, das hält uns alles auf. Nein, ich verlasse mich auf die Ministerien. Ich verlasse mich auf die zuständigen Ministerien. Herr Kollege Abgeordneter Lauterbach, für einen Parlamentarier müsste es zum Selbstverständnis gehören, dass man sich in so wichtigen Grundrechtsfragen nicht alleine nur auf die Ministerien, die weisungsgebunden mit Richtlinienkompetenz arbeiten, verlässt. Im Rechtsausschuss, wo ich Mitglied bin, hat man das ja auch geprüft. Ein eigenes Bild macht. Und haben wir ja einen Rechtsausschuss gemacht. Also zunächst will ich noch mal sagen, alle hier sind sich einig, dass Dinge getan werden müssen. Das wollte ich Sie gerade auch fragen. Wenn Sie sich die Inzidenzzahlen, anschauen, ist es das eine. Sie möchten, dass wir gewichtete Inzidenzzahlen haben. Wenn Sie heute auf den blanken Wert der Intensivbettenbelegung schauen, müssten Sie dann nicht sagen, Herr Lauterbach hat recht, wir müssen was tun? Das ist ein grauenhafter Zustand. Wenn Sie sich erinnern, das war meine Antwort auf Ihre erste Frage, dass wir jetzt etwas tun müssen. Ich hatte ja auch von jetzt testen, jetzt Impftempo, Kontaktbeschränkung, wo nötig. Übrigens auch, sagen wir es mal offen, Aufklärung über die gesundheitlichen Risiken, auch in anderen als den deutschen, in der deutschen Sprache. Mhm. Weil wir eine sehr starke Diskussion führen müssten darüber, ob wir eigentlich alle Teile der Bevölkerung erreichen. Das hat Schmidt Schanasit schon vor einem halben Jahr hier gesagt, es ist bitter genug. Wir sind da immer sehr vorsichtig mit dieser Argumentation, aber hier geht es ja um den Schutz. Mhm. Und da gibt es eben doch Evidenz, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht über die gesundheitlichen Risiken in gleicher Weise aufgeklärt sind. Auch so eine Art von Sofortmaßnahme, die man einleiten müsste. Aber all das, gerade, dass Sie in Köln in der weichen Triagierung liegen. Ja, eben weil wir aber trotzdem müssen wir doch, also Frau Illner, wir können ja alle unterschiedlicher Meinung sein, aber ich lege schon Wert darauf, dass die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung vereinbar sind mit unserem Grundgesetz und wir uns hier nicht gewöhnen an eine Form des Ausnahmezustands. Das wünschen wir uns alle Meinung. Und deshalb, wir wünschen uns sogar, dass es diese lange dauert. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Maßnahmen verantwortlich sind und dass eben man dann auch sagen muss,
was man da meint. Also, ich finde, jetzt muss viel getestet werden. Deshalb haben wir die Testzentren überall in Deutschland eingerichtet. Mhm. Da gibt es jetzt sehr viele. Das ist nicht so schnell in die Gänge gekommen, wie es sich wahrscheinlich jeder gewünscht hätte und jede. Aber das ist jetzt da. Wir testen in den Schulen verpflichtend zweimal. Das wird auch in diesem Gesetz stehen. Aber das ist auch schon vielfach vorbereitet. Das ist also jetzt etwas, was wir auch als Realität neu wahrnehmen. Es hat eine nicht ganz erfolgreiche, aber doch engagierte Kampagne der Unternehmen gegeben, das Testen in den Betrieben durchzusetzen. Und wir machen das jetzt verpflichtend, sodass das bei den übrigen auch noch klappt. Das wird dazu führen, dass das Testen ein neuer Teil der Realität sein wird. Und das ist also auch gemacht. Wir haben Beschränkungen, was die Öffnung von Geschäften betrifft, von Dienstleistungen, haben dabei auf die gute Praxis und übrigens weitgehend auf die Formulierung von Länderverordnung zurückgegriffen bei dem Entwurf des Bundesgesetzes, also der Praxis von Ländern, die uns gut gefallen haben. Und wir haben dann im Übrigen, und die auch juristisch sehr gut sind und sauber durchdacht sind und viele Probleme schon berücksichtigt haben. Und wir sagen eben, zu all diesen Maßnahmen dazu gehört auch eine Ausgangsbeschränkung mit Öffnungsteilen, die dafür dazu beitragen, dass es eine angemessene und verhältnismäßige Maßnahme ist. Okay. Was mir auch noch wichtig ist, das will ich gerne noch dazu sagen, die Ausgangsbeschränkungen in anderen Ländern waren teilweise viel härter. Und ich glaube, dass das auch eine der Ursachen dafür ist, warum sie manchmal nicht so wirksam gewesen sind. Weil wir machen jetzt eine Regelung für abends, wo die meisten Menschen ohnehin nicht sich bewegen. Wir haben Ausnahmen für berufliche Tätigkeit. Für den Staat des Grundgesetzes, der in seinen Grundrechten zu Unrecht eingeschränkt wird. Sie sind Jurist, deshalb wissen Sie das auch. Deshalb weiß ich auch, dass ich verstehe nicht, warum Sie diese rechtlichen Zweifel, die ja sogar in Ihrer eigenen Bundestagsfraktion bestehen, die rechtlichen Zweifel bestehen auf der Fachebene des Kanzleramtes. Sie bestehen auf der Ebene der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat diese Rechtsbedenken. Frau Dreyer hat eine Ausgangsbeschränkung in Rheinland-Pfalz aber verhängt. Aber unter ganz anderen Bedingungen. Und deshalb verstehe ich nicht, nein, Herr Lindner, Sie reden drumherum. Nee, ich rede gar nicht drumherum. Sie wirksam werden dem Ernst der Sache nicht gerecht. Das werden wir ja sehen, wenn Karlsruhe geurteilt hat. Und Sie haben jetzt ja sehr selbstbewusst gesagt, das sei alles verhältnismäßig. Wir werden sehen, ob das denn beschlossen wird im Deutschen Bundestag oder ob die Rechtsbedenken auch Ihrer Fraktion nicht durchschlagend sind. Und wir werden sehen, wie Karlsruhe argumentiert. Mit dem Selbstbewusstsein, wie Sie hier sicher sind, das wäre ich an Ihrer Stelle nicht. Ich wünsche Ihnen fast, dass Sie Recht behalten, damit die Menschen nicht irritiert sind, welche Regelungen eine Regierung und die SPD beschließt. Aber trotzdem muss die Grundrechtskonformität geprüft werden, wenn Sie eine so wackelige Regelung beschließen wollen. Ich will das noch mal sagen. Die Grundrechtskonformität muss geprüft werden. Sie ist geprüft worden. Und natürlich gibt es bei diesen Sachen immer zwei Meinungen. Wenn die Tatsache, dass es welche gibt, die das anders sehen, dazu führt, dass wir gar nichts mehr machen können, haben wir auch ein großes Problem. Deshalb gehört es schon dazu, dass man sich auch in einer solchen Situation entscheidet. Und ich jedenfalls habe mich entschieden, der sehr weit verbreiteten und aus meiner Sicht gut begründeten Auffassung, das abgewogene, mit Ausnahmen versehene Ausgangsbeschränkung für einen kurzen Zeitraum in der Nacht zulässig sind, zu folgen. Und ich glaube, dass die Wirkung, die das hat für das Infektionsgeschehen, auch sehr, sehr hilfreich ist. Wert ist. Okay, also dann sagen wir, wir warten natürlich diesen Prozess ab. Ich glaube, jeder Mensch in diesem Land drückt den Daumen, dass das jetzt nicht auch noch vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert. Und trotzdem habe ich die sachliche Frage noch mal an Herrn Lauterbach. Ihre Kollegin Frau Ziesek hat im NDR gesagt, dass sie genau diese Wirkung der Ausgangsbeschränkung dann ab 21 Uhr in Frage stellen möchte, weil da träfe es nur 9%. Und es wäre eigentlich viel klüger, die ab 20 Uhr zu überlegen und nicht erst ab 21 Uhr oder 22 Uhr. Glauben Sie, sehen Sie, dass wir da etwas tun und jetzt sogar politisch um etwas ringen, Herr Lauterbach, Hand aufs Herz, was in Ihren Augen und in den Augen vieler Virologen eigentlich zu wenig ist? Dass es zu wenig ist, ist ganz klar. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und wenn die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr käme, dann hätte sie über den Daumen gepeilt etwa 40% mehr Wirkung. Das ist die Studienlage in Deutschland. Wenn ich die Kontakte auswerte, die von der Humboldt-Universität hier in Berlin ausgewertet worden bin und rechne das dann mit der Oxford, mit dem Oxford-Algorithmus um, hätte ich 40% mehr Wirkung für nur eine Stunde, die ich es vorziehe. Trotzdem, ich arbeite wirklich
in der Verzweiflung mit allem, was ich bekommen kann. Weil mir geht es ja wirklich um jeden Einzelnen, der gerettet werden kann. Hier sterben Leute wenige Wochen vor der Impfung. Es ist geradezu absurd. Also wir haben jetzt wirklich die Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen auf den Intensivstationen. Und da kommt es auf jeden Tag an, da kommt es auf jede Stunde an, da kommt es auf jedes Bett an. Da muss man wirklich mit dem arbeiten, was man bekommen kann. Und wenn ich von den betroffenen zuständigen Ministerien und auch von unseren Spezialisten im Rechtsausschuss, ich bin ja selbst auch im Rechtsausschuss, höre, das ist im Großen und Ganzen wasserdicht, damit kommen wir durch. Dann müssen wir das Wagnis gehen, ein Restrisiko bleibt. Aber hier geht es wirklich um jede Stunde, um jeden Einzelnen. Und wenn 20 Uhr nicht geht, dann muss 21 Uhr genommen werden. Im Übrigen glaube ich auch, dass dieser Grenzwert von 200 für die Schulen zu hoch ist. Aber es ist auch ein Grenzwert, der besser ist als gar kein Grenzwert. Wir müssen wirklich mit dem arbeiten, so schnell wie wir können, was machbar ist. Und ich freue mich über jedes Bundesland, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder auch hier Baden-Württemberg, die das vorziehen, denn uns läuft die Zeit davon. Und Sie würden sich im Übrigen wünschen, dass man auch bei dem Ändern der Impfstrategie auf Sie hört? Auf jeden Fall. Also wenn wir die Impfstrategie verändern würden, das ist der einzige Punkt, wenn ich Herrn Lindner richtig verstanden habe heute, wo ich überhaupt seiner Meinung bin. Also die Impfstrategie sollte so gemacht werden, dass der Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung auch bei BioNTech von 6 auf 12 Wochen vergrößert wird. Weil in der Erstimpfung steckt der Schutz vor schweren Verläufen, vor Tod und auch vor der Ansteckung. Aber da bewegt sich die STIKO nicht. Da ist die STIKO quasi der Bremser. In Deutschland haben wir zu oft zu wenig Pragmatismus. Wir werden kompliziert aufgeklärt in all dem, was nicht funktioniert. Das ist nicht richtig. So, und das wäre immer noch unser größter Problemlöser, wenn wir endlich schneller impfen würden und eben diese Impfdosen nicht millionenfach, Frau Kade, herumliegen. Hat die Diskussion auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Bund all die Dinge eben bisher nicht geliefert hat, die auch so rasend kriegsentscheidend in dieser Situation gewesen wären? Stichwort Maske, Stichwort Impfen. Kann das auch ein Grund dafür sein, warum eine solche Spannung existiert im Land? Ja, auf jeden Fall. Also die Impfung ist ja eigentlich der Hauptausweg aus der Pandemie. Und wenn die so stocken, diese Impfungen, dann ist das natürlich, hat das zur Folge, wenn man nicht andere Wege sucht, dass man dann eben sich, wie Herr Althusmann sagte, von Lockdown zu Lockdown tatsächlich hangelt. Mhm. Diese Impfkampagne ist ehrlich gesagt natürlich auch dadurch problematisch, dass wir von Anfang an, die Beschaffungsthematik hatten wir schon, dass wir von Anfang an aber auch zu wenig in Produktionskapazitäten investiert haben, europaweit. Ja. Und jetzt haben wir beim Impfen nicht nur ein Versagen des Bundes bei der Beschaffung, sondern auch tatsächlich organisatorische Probleme in den Ländern massiv. Das pendelt sich jetzt langsam ein bisschen ein, aber ganz am Anfang hatten wir einen wahnsinnigen bürokratischen Fehlleistungen in den Ländern, wo man sich wirklich gefragt hat, worauf war Deutschland eigentlich jahrelang so stolz mit seiner Verwaltung, was ist davon eigentlich übrig? Und wenn die AstraZeneca immer weiter ausfällt, wir haben jetzt gesehen, in Dänemark wird AstraZeneca gar nicht mehr verimpft. Dänemark war auch eines der ersten Länder, die ausgesetzt haben, und wir sind dann alle gefolgt. Also wenn man in der Logik bleibt, müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass da noch mehr Impfstoff ausfällt. Johnson & Johnson hat gerade Probleme. Also, dass das jetzt so turbomäßig gleich ab dem Mai weiter oder stärker wird, da wäre ich noch nicht so optimistisch. So. Und auch da haben Sie, Herr Scholz, eine ziemlich knuffige Aussage gemacht, indem Sie sagten, pro Woche haben wir 10 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Woher wussten Sie das? Und kommen die tatsächlich? Und wann kommen die? Genauso wie ich es gesagt habe und wie es übrigens bei einer Ministerpräsidentenkonferenz auch vom Kanzleramtsminister vorgetragen wurde und vielen anderen. Dann haben das alle missverstanden. Wir haben eine wachsende Zahl von Impfdosen. Mhm. Wir sind jetzt weit über 2 Millionen, die wir jede Woche verimpfen können. Deshalb sind die Hausärzte einbezogen worden. Wir werden Ende dieses Monats, Anfang Mai, auf 4 bis 5 Millionen kommen, wenn nicht viele Sachen ausfallen. Wir werden im Wechsel Juni, Juli auf 10 Millionen pro Woche kommen. Wenn. Ja. Und das ist jetzt auch ein Problem, und deshalb habe ich habe aus 2 Gründen darüber gesprochen. Erstens zähle ich nicht zu denjenigen, die Katastrophenrhetorik so großartig finden, dass sie die Hoffnungslosigkeit lieben. Ja. Und deshalb muss man mal darüber sprechen, dass es mit dem Impfen eine Hoffnung gibt, die auch wichtig ist. Ja. Und ich merke das übrigens ganz viel und individuell überall,
wo jemand seine Großeltern oder Eltern kennt, die jetzt geimpft worden sind, oder jemanden, der viele Probleme hat und deshalb auch als jüngerer Mensch schon dran gekommen ist, gibt es auch Freude und Erleichterung, die sich auch in der Stimmung niederschlägt. Ja. Und der zweite Punkt, der mir genauso wichtig ist, wir haben am Anfang große Probleme gehabt, weil wir nicht genug Impfstoff hatten und dann die ganzen Priorisierungsprobleme und die bürokratischen Fragen, die damit verbunden waren. Aber mir war wichtig, darauf hinzuweisen, Leute, während wir diese Diskussion haben, müssen wir uns schon mal sehr auf die Frage konzentrieren, was machen wir eigentlich, wenn die Millionen Impfdosen da sind? Wie verhindern wir, dass die unverimpft irgendwo rumliegen? Ich glaube, Herr Scholz, wir würden alle total gerne mit Ihnen über diese Dimension der Frage nachdenken. Noch sind wir bei 17% der Deutschen. Also es braucht noch ein bisschen, ehe wir diese Freude mit Ihnen teilen können. Aber trotzdem wäre es ganz wichtig, wenn die Tatsache, wenn wir uns richtig, wenn wir unseren richtigen Punkt richtig verstehen, wir sind jetzt bei einem Endspurt und bei dem ist es immer so wie bei einem langen Lauf. Da braucht man noch mal richtig viel Luft und ganz, ganz viel Kraft. Endspurt. Wir müssen einen Punkt machen. Entschuldigung. Vielen Dank an dieser Stelle. Markus Lanz wartet schon. Ganz lieben Dank an Karl Lauterbach in Berlin, an Herrn Althusmann in Hannover, an natürlich den Vizekanzler Christian Lindner. Frau Kade, danke für diese Diskussion. Bei Markus eben. Also, wir werden jetzt natürlich schauen, wie sich das entwickelt in Deutschland, werden die Debatten verfolgen. Bei Markus Lanz sitzen jetzt Sarah Wagenknecht und Herr Feltenkirchen vom Spiegel fällt mir noch ein. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Woche irgendwie. Danke. Ciao.